Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad Builder Showdown und heute mit dem Duell Dembélé versus Arjen Robben, Team of the Season natürlich, und mit dabei ist Max. Was geht, Mann? Jo, was geht ab, Freunde? Heute kann man sagen, der Youngster gegen den Oldster, Arjen Robben, ist bei mir, bei dir ist der Dembélé am Start und mal gucken, wer sich da durchsetzen wird. Genau. Ja, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, was meint ihr, wer gewinnt dieses Duell? Hashtag Dembélé oder Hashtag Robben oder natürlich in dem Fall Hashtag Till für Dembélé oder Hashtag Max, in dem Fall für Arjen Robben. Schreibt es in die Kommentare und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und schreibt natürlich auch in die Kommentare, welches Duell ihr beim nächsten Video sehen wollt. Bei Max haben wir das Ganze auf jeden Fall, haben wir auch noch ein Video gedreht, checkt das auch mal ab. Link ist in der Beschreibung und... Dann würde ich sagen, bist du bereit für die Formation? Dann können wir direkt starten. Ich bin bereit und ich halte sie einfach mal hoch. Ich hoffe einfach mal, dass du dich für diese Formation entschieden hast. Okay, ja, okay, du kannst dir wahrscheinlich denken. Selbst wie bei dir, wir werden wahrscheinlich beide eine Flügelformation spielen. Ja, da ist schon die richtige Richtung am Start. Ja, ich habe die 4-3-3 genommen. Die ganz normale 4-3-3. Ey, ich hab die 4-3-3, die vierte aufgeschrieben. Scheiße, Mann. Fuck, welche ist die vierte? Mit ZOM. Ja, ich weiß, die hatte ich in letzter Zeit. Ja, die hatte ich in letzter Zeit immer. Aber damals hatte ich immer nur, weil man... Ja, okay, mit dem ZOM ist fresh, aber... Ja, egal, ich will nicht zu viel spoilern. Egal, wir machen weiter bei dir, würde ich sagen. Und ich habe diese Formation hier aufgeschrieben. Ich habe diesmal eine sehr offensichtliche Formation genommen. Und zwar die 4-3-2-1. Das ist eigentlich somit die auffälligste. Ich habe gedacht, du nimmst auch genau wie ich die 4-3-3. Und wo du gesagt hast, eine auffällige, und dann sagst du 4-3, dann dachte ich schon geil. Und dann sagst du 2-1, dann warst du geil. Shit, Digga. Ja gut, Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, okay. Also Robben, also bei dir auch auf dem Flügel. Okay, Robben könnte man auch noch im Mittelfeld spielen. Eigentlich Dembélé auch, aber die sind schon eher Flügelspieler. Na egal, wir kommen zu den ersten Spielern. Stürmer und linker Flügel. Wir haben ja annähernd beide dieselben Formationen. Damit fangen wir an. Let's go. So, Jungs, es geht weiter. Und jetzt mit dem Sturm und linken Stürmer oder linken Flügel bei dir. Ich weiß nicht. Mann, du kannst da viel machen. Ich hab generell ein richtig, richtig krasses Team, muss ich dazu sagen. Okay. Und meine beiden Stürmer mit Dembélé, die sind drei alle richtig heftig. Ich kann dir schon mal verraten, jeder dieser drei Stürmer hat ein Rating von über 90. Okay, wir kommen zu meinem Stürmer. Es ist ein Team of the Season und zwar 95er Team of the Season Antoine Griezmann, der Franzose hier, passt zu Dembélé. Und links habe ich dann den Kollegen von Griezmann. Allerdings nicht den Nationalkollegen, sondern den Vereinskollegen. Carrasco. Und zwar Carrasco, Team of the Season. 93er Carrasco. Was ist das für ein Sturm? Was sagst du dazu? Oh mein Gott, Alter. Ey, ich wollte Griezmann aufschreiben, aber ich habe mich für Lacazette und Lemar entschieden. Beide Team of the Season, ey. Ey, Junge, ich hatte... Das war eine Option gewesen, stimmt. Ja, das war vielleicht die... Ja, dümmere Optionen. Ah, naja, egal. Ja, scheiße. Okay, ich wollte aber unbedingt Carrasco, weil der Typ hat 98 Tempo. Was ist das für eine Maschine? Ja, na egal, krass. Wir kommen zu deinen Spielern. Okay, mal sehen, ob ich es dir schwer gemacht habe. Ich sag mal so, sie sind okay, Digga. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem Stürmer. Es ist eine Legende, genauso wie Arjen Robben eigentlich. Ach, den habe ich noch gar nicht, Digga. Ich habe, glaube ich, erst auf den geboten. Aber es ist Robin van Persie in Form. Jetzt weißt du vielleicht, welche Richtung ich gehe. Und linker Flügel muss dann einer aus der Super League sein, und zwar, du weißt es, genau, Team of the Season, Buma. Und der ist ja jetzt bei Leipzig, glaube ich. Ja, ne? Ich glaube schon, Digga. Auf jeden Fall, ich habe Lewandowski aufgeschrieben. Ja. Und Malde Diao, Digga. Ich dachte, du gehst mit Malde Diao, weil du schon... Du feierst den Typ. Ja, ich feier den noch, deswegen. Deswegen dachte ich, du nimmst jetzt... Echt, du hast den, glaube ich, noch nie gegen mich im Showdown gehabt. Okay, mit Van Persie kämen. Ganz ehrlich, auf Van Persie kann man nicht kommen. Damit rechnet man null. Ist das. Und ja, hätte ich Van Persie gewusst, wäre ich wahrscheinlich auch auf Bruma gekommen, aber... Kann man nicht. Okay, wissen. Was soll's. Du darfst auch deine Stürmer behalten. Wir kommen direkt zu den Mittelfeldspielern. Und ja, schauen wir mal, wie es da aussieht. Wir kommen ins Mittelfeld, Leute. Und mir ist mal gerade aufgefallen, ich bin komplett dumm. Ich habe die falsche Formation genommen. Ich habe eigentlich mein Team hier bei Foothead.
im Squad Builder mit der 4-3-3 die fünfte gebaut, aber du hast ja eh, welche hast du nochmal aufgeschrieben? Die vierte, aber ja, das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Sorry, Digga, tut mir leid. Okay, willst du nochmal neu überlegen, sonst kurz, weil das ist jetzt ein bisschen unfair. Nee, scheiß drauf. Egal, mach mal. Ja, so. Ey, ich hab's voll verpeilt, Digga. Ich hab die 4-3-3, die fünfte. Kann passieren. Okay, egal. Aber so heftig ist jetzt auch nicht, weil es eigentlich ja nur ein ZDM, obwohl, ne, geht, scheiße. Aber wenn du willst, kannst du nochmal neu machen. Sag du. Meinst du? Ja, du kannst nochmal neu überlegen, musst du ja, jetzt okay, wissen. Ich überlege einfach nochmal neu. Okay. So, Max hat jetzt nochmal neu überlegt. Bro, tut mir wirklich leid. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab's am Anfang voll verpeilt, Digga. Tut mir leid, es war wirklich, Leute, es war nicht extra. Ich weiß auch nicht, Digga. Ich hab's komplett verpeilt, Digga. Tut mir ehrlich leid. Naja, okay. Was soll's? Du hast jetzt nochmal neu aufgeschrieben und ja, bist du ready? Ich bin ready. Du kannst einfach mal raushauen. Okay, wir fangen erstmal rechts an und da hab ich einen Dortmund-Spieler, der mit dem Bede auf volle Chemie kommt. Und zwar Castro. Ja. Dann zentral defensiv habe ich ein Team of the Season, das ist Steven Sonzi, 91er rated. Und links daneben habe ich ebenfalls ein Team of the Season und es ist Trigueros, auch der 89er Team of the Season. Das ist mein Mittelfeld. Castro könntest du vielleicht haben. Die anderen beiden glaube ich nicht. Castro, oder ein Sonzi vielleicht. Castro habe ich nicht, Digga. Ja, aber Sonzi, ich durfte mich ja verbessern, Digga. Und da habe ich einen Sonzi aufgeschrieben. Ja, Mann, Alter. Ja. Ey, wie viel Glück habe ich. Nein, ich habe Isco erst gehabt, dann habe ich den rausgenommen und dann habe ich einen Sonzi reingeschrieben. Nice, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Sonst hätte ich ihn nicht gehabt. Ey, scheiße, Mann. Das Ding ist, du gibst halt einfach die Chance, das zu ändern, Alter. Ja, okay, aber ich bin selber schuld, Digga. Das war meine Schuld, deswegen muss ich jetzt auch mit dem Fehler hier leben. Okay, ja. Also bin ich jetzt selber schuld, dass ein Sonzi raus ist. Okay, willst du deinen Bronze-Torwart da haben? Ich weiß nicht, auf der 6. Nee, pack erstmal einen normalen rein, Digga. Okay, okay. Ja, wir machen es gleich. Wir kommen erstmal zu deinen Spielern. Ach, und die drei habe ich aufgeschrieben. Die gibt's ja auch noch. Gut, keine Ahnung, wie habe ich es denn gemacht? Ich fange einfach mal an im zentralen linken Mittelfeld. Und da haben wir Bastian Schweinsteiger. Man of the Match. Im ZOM. Ja. Links oder was? Ja. Jetzt weißt du warum. Im ZOM habe ich Lukas Podolski Hero. Der ist nämlich ZOM. Ja, der ist ZOM, nee, mit Digga. Mit Kollegen habe ich gar nicht gerechnet, ey. Und rechts, jetzt Bayern-Seite. Vidal, Renato Sanchez oder Kimmich? Und es ist Kimmich. Wollte Kimmich auch schon spielen. Hä? Du sagst Vidal, Renato Sanchez oder Kimmich? Was ist mit Thiago? Der hat das auch. Thiago gibt's ja auch noch. Du hast Thiago, oder? Ich hab Thiago aufgeschrieben. Ich war am überlegen, Kimmich oder Thiago, Mann. Oh, nice, Alter. Scheiße, einfach die deutsche Reihe hier. Läuft. Boah, oder Vidal, Alter. Der 91er Vidal, Man of the Match wäre natürlich. Der wäre auch stabil gewesen. Na, Mann. Naja, okay, du darfst alle behalten. Ich habe jetzt einen Bronzespieler, aber das Gute ist, wenigstens kein Torwart. Wir kommen zu den Außenverteidigern und ich hoffe, mein Errat ist bei dir. Mal gucken. Wir kommen zu den Außenverteidigern. Ihr seht es, ich habe hier meinen Bronzespieler drin von Barcelona. War leider nur 57 Tempo. Aber okay, was soll's. Er wird schon reden. Ich würde sagen, du fängst wieder an. Ich halte einfach mal Tipps hoch, ja. Also Rechtsverteidiger ist eine 50%ige Chance. Na, mal gucken. Ja. Okay, es könnte sein, dass ich da am Bundesliga, oder eigentlich, ja, okay, ich muss eigentlich Bundesliga mitspielen, nehmen, damit Castro auf volle Chemie kommt, ne? Ja. Das ist safe, aber die Frage ist, wer wird es? Das ist die Frage. Lahm oder Piszczek? Ja. Ich habe mich für Team of the Season Piszczek entschieden, Digga. Die Dortmund, das Dortmund-Dreieck ist damit also komplett auf der linken Seite und links, hoffe ich einfach mal, dass du nichts mit dem Team of the Season Philippe Luis gegangen bist, weil das ist mein Linksverteidiger und da habe ich richtig Angst. Das waren beides so 50-50 Verteidiger, das Digga. Ist ja richtig. Also ich habe zwei Team of the Seasons aufgeschrieben. Sag mir nicht das zweite, Digga. Ich habe als Rechtsverteidiger Lahm, aber als Linksverteidiger Philippe Luis. Ja, Mann, Alter. Ich wusste schon, wo ich das Team zusammengebaut habe, ne? Und wo ich Philippe Luis gekauft habe, habe ich schon gedacht, okay, Philippe Luis brauchst du eigentlich nicht kaufen. Ey, guck mal, ich hätte doch jeden nehmen können da jetzt. Ja, ich weiß, aber ich... Das gibt's doch nicht, Digga. Keine Ahnung, also du hättest auch Marcelo nehmen können, aber irgendwie... Shit, Digga. Hatte ich das im Gefühl. Ja, okay, kann man nichts machen. Ich glaube, da setze ich dein Torwart jetzt rein.
Oh, shit, Digga. Ey, ich muss jetzt einen von dir erraten. Komm mal, ja, bitte. Okay. Das sind meine beiden Spieler. Komm. So, Rechtsverteidiger. Fangen wir einfach mal mit dem Rechtsverteidiger an. Mal sehen, was ich da so gemacht habe. Ich habe mich für Rüdiger Inform entschieden. Ist schon ein bisschen unberechenbar. Aber auf der Linksverteidigerposition, da könnte ich jetzt alles machen, theoretisch. Oder ich nehme Luke Shaw. Und ich habe Luke Shaw genommen. Ey, ist das dein fucking Ernst? Jedes Mal schreibe ich Luke Shaw auf. Ja, und wenn du irgendwie, oder wenn irgendjemand Menu-Spieler hat, und diesmal schreibe ich Plattenhardt auf. Oh ja, Mann, ey, ich habe mit Plattenhardt erst so, ich dachte wirklich, dass ich den jetzt nehmen soll, aber nee, Mann. Digga, das gibt's nicht. Ey, ich sag's dir, ich habe wirklich jedes Mal, da habe ich, glaube ich, bislang immer Dings aufgeschrieben. Jedes Mal habe ich verdammt nochmal Shaw aufgeschrieben, nie kam er und jetzt kommt er. Na, okay. Kann man zweiter Bronzespieler bei mir. Bei dir, Bernard B., kennst du den noch? Der ist auch eine Legende. Ja, Bernard B. Der kommt auf meine Linksverteidiger. Ist gar kein schlechter. Wen hast du eigentlich als Rechtsverteidiger gedacht? Wen hast du? Piszczek, Digga. Ach, Piszczek. Ja, okay. Ja, okay. Naja, wir kommen zu den Innenverteidigern und zum Torhüter. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt endlich einen von dir kriege. Gucken wir mal. Ja, Freunde, die letzten drei Positionen. Bisher hast du noch nichts von mir erraten, aber vielleicht wird es jetzt soweit sein. Und bei dir, ich weiß nicht. Ich hoffe mal. Ob ich da jetzt vielleicht jemanden treffe. Okay. Das Ding ist. Ja. Wir schauen mal, Digga. Ich hab wieder zwei Team of the Seasons. Okay. Wir fangen erstmal rechts an. Da habe ich. Ja, komm, wir fangen jetzt hier an. Okay. 96er Team of the Season. Godin ist mein erster Verteidiger. Ja. Er spielt auf der linken Seite. Rechts daneben habe ich dann Raphael Varane. Und im Tor habe ich. Ebenfalls ein Team of the Season von Atletico. Du merkst es schon. Ich habe heute einige Atletico-Spieler am Start. Du kannst dir denken, wer ist es? Ja, gibt ja nur einen Oblak. Oblak, genau. Okay, das ist mein Team. Und jetzt bitte, komm, lass mir wenigstens die Defensive, Digga. Komm. Ja, die darfst du behalten, Mann. Scheiße, ey. Weißt du, was ich gedacht habe? Gott sei Dank, Digga. Ich dachte, du nimmst... Als du zwei Team of the Seasons gesagt hast, ich habe zwei Team of the Season. Ich hatte Perrin und Carrasco. Ey. Ich schwöre, ich wollte mit Perrin und im Tor Carrasco. Ich wollte mit Perrin und Carrasco gehen, weil ich ja ein Sonzi im Mittelfeld hatte. Ja. Ne? Dann hätte es ja gepasst, aber das hat irgendwie nicht geklappt von der Chemie. Und wen hat es als linken Verteidiger? Da hatte ich dann Dingens hier. Und Titi. Ah, ja, ey, okay, so hätte es geklappt, glaube ich. Ja, stimmt, aber. Ja, okay, Gott sei Dank, ich kann wenigstens die Defensive behalten, weil Godin und Oblak wollte ich unbedingt behalten. Ja, okay, kommen wir zu deiner Defensive und das sind meine drei. Spieler, ich hab, sagen wir es mal so, drei Team of the Seasons aufgeschrieben. Also, ich hab zwei. Zwei? Okay, dann fangen wir einfach mal, wir fangen einfach mal mit dem an, den du dann wahrscheinlich nicht hast. Und das ist Bailly Wants to Watch. Aber jetzt... Ich dachte, du lässt es jetzt mit. Ah, na? Okay. Aber jetzt, okay, habe ich schon ein bisschen Bedenken. Wir fangen an mit dem ersten Innenverteidiger und das ist Süle Team of the Season. Und im Tor habe ich dann Baumann Team of the Season, Alter. Oh, Digga, Alter. Guck mal. Ja. Du hast echt. Ich habe zwei Bronzespieler jetzt am Start. Ne? Jetzt? Dann dachte ich jetzt, komm, kann ich in der Verteidigung endlich mal hoffentlich wenigstens noch einen Bronzespieler für dich rausholen, ne? Ja. Aber Bro, ich habe dir gegönnt. Du hast? Das war zwei. Zwei habe ich dir gegönnt, Bronzespieler. Süle und Baumann. Und ich hatte noch Mats Hummels als dritten Team of the Season, Digga. Ach du Scheiße. Süle und Baumann, das heißt. Ja, okay. Deine. Okay, komm, ich will diesmal nicht so sein. Du kannst deinen Stürmer auf die Innenverteidigerposition packen. Das heißt, ins Tor kannst du einen normalen Bronzetorwart packen. Ja, obwohl, okay. Eigentlich ist es teilweise egal. Die Bronzetorhüter sind so scheiße. Da kann man doch eigentlich einen Goalie in den Torwart, den Stürmer reinstellen. Mach wie du denkst, Digga. Du kannst natürlich auch anders machen. Nee, mach so, mach das so. Also was jetzt genau? Ist okay. Also normal Torwart oder was? Ja, mach deinen Stürmer, mach den auf die Innenverteidigerposition und Torwart normal. So Leute, dann schauen wir uns nochmal beide Teams hier an. Scheiße, Mann. Oh. Ich hab mich, Digga, mit Pollersbeck. Ja, ich hab mich für Pollersbeck entschieden. Ich meine, er hat die Elfer einfach gut gehalten, Digga. Und er ist gerade in Form, deswegen kann man sich mal gönnen. Du hast sogar mehr Chemie als ich. Von Griezmann. Schön gemacht von Carrasco. Oh, komm. Oh, Junge, was ist das denn für eine Kombination, Alter? Scheiße, 1:0, ey. Nicht Alter, okay. Castro macht's dann. Eieiei, wie hab ich das denn gemacht mit Hacke? Dieser Pass von Griezmann auf Carrasco war ja richtig, Baba.
Jetzt. Nein. Und. Nein! Ja, Mann, Bruma, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, erster Schuss drin. Bruma ist heftig, Mann, muss man der sagen. Der ist echt gut, ja. Shit. Keiner läuft durch, Alter. Oh, kein Mann. Abseits, hä? Was war das denn von deinem Torwart? Der hat ja gar nicht gecheckt, wie man verteidigt. Scheiße. Der war komplett, hat das Abseits aufgehoben. 2-1. Was macht dein Torwart da, hä? Guck mal, der. Er geht der da, er steht einfach. Guck mal, er hält noch. Digga, ist das schlecht. Wo ist Rüdiger? Wo ist Rüdiger in dem Moment? Der ist komplett nicht da. Carrasco. Ey, Junge, dieser Carrasco, ne? In Kombination mit Griezmann ist einfach nur krass, hey, Mann. Rüdiger. 3-1. Fuck nur. Da konnte auch dein Torwart nichts machen. Er nimmt ihn sogar mit rechts. Oh, komm schon. Nein. Ja, Mann. Legende trifft, Alter. Van Persie. Er ist halt immer noch eiskalt vor dem Tor. 3-2. Ja. 3-2. Boah, Mann, Alter. Ich hätte vielleicht noch einen machen können, gerade mit dem Bäder. Aber okay. Ein Spieler musst du abstoßen. Mal wieder knapp, Alter. Du hast dich echt gut geschlagen mit deinem Team. Na, okay. Schauen wir mal, wer es wird. Ich bin getroffen, ich bin zufrieden. Wir schauen mal. Ja, stimmt. So, Leute. Wir kommen zum Abstoßen. Und ja, mal schauen. Ja. Dein Team. Ja, du hast jetzt nicht das so die allerheftigsten. Also von den Preisen halt nicht am teuersten, sage ich mal, die Spieler. Okay. Aber dafür bunt. Ja. Okay, warte, chill. Sortierst du noch? Ja. Okay, bei mir wäre es schon heftiger geworden, weil bei mir, ich hätte, warte mal, 6 90er plus Tots also, gehabt. Ja, okay, das wäre natürlich dann schon Premium, aber gut, ich habe leider verloren. Okay, bist fertig. Und ich würde sagen, du kannst loslegen. Okay, ich nehme, glaube ich, ich nehme deinen Stürmer. Ist es? Ich habe auf jeder Position vorne einen guten Spieler hingepackt. Es war, glaube ich, nicht so schlau, aber es ist kein Arjen Robben. Das kann ich dir schon mal sagen. Es ist Bruma. Aber das ist einer der teuersten. Ja, das ist einer der teuersten, Digga. Bruma ist am Start, dann hau ihn mal weg hier. Bruma hat auch nicht schlecht gespielt, muss man sagen, Alter. Gut, der Typ ist schon eine Maschine eigentlich, muss man sagen. Muss ich auch mal zugeben, dass das echt nicht schlecht war. Ja gut, ist weg. Ja, das war's dann auf jeden Fall. Also wie gesagt, hättest du bei mir abstoßen können, wäre es heftiger geworden. Ich hatte 6 90er plus Tots, hättest du nicht Sonsi und Philippe Louis rausgenommen, hätte ich sogar 8 90er plus Tots. Dann wäre safe einer fertig gewesen. Na okay, wir machen jetzt das Ganze, wir machen noch die Revanche bei dir auf dem Kanal. Checkt's aus, Links in der Beschreibung, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, das Duell hat Dembele gewonnen. Das Duell hat Dembele gewonnen, Dembele gegen Robben. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, welches Duell wollt ihr beim nächsten Squad Builder Showdown sehen. Macht's gut, Leute, seid die Besten und da rein. Bis morgen und ciao.